Liebe Parteifreunde, liebe Parteifreundin, eine der größten Herausforderungen, davon bin ich überzeugt, vor dem unser Land in den kommenden Jahren und Jahrzehnten steht, ist die Bewältigung der demografischen Krise. Und der Fachkräftemangel, über den wir heute diskutieren mit Mittelständlern, ist in Wahrheit nur ein Vorbote dessen, was wir erleben werden. Und neben den sozialpolitischen Herausforderungen stehen wir vor allen Dingen vor einer riesen Wohlstandsherausforderung als Land an dieser Stelle. Christian Lindner hat mal ausgerechnet, dass wenn wir in Deutschland aus eigener Bevölkerung die Erwerbsbevölkerung auf einem Niveau halten wollten, was unseren Wohlstand sichert, dann müsste jede Frau in Deutschland 7 Kinder bekommen. Ich habe das kurz mal mit meiner Frau diskutiert und sage ganz offen, dass das nicht zwingend für jeden am Ende des Tages wahrscheinlich ein Modell sein wird. Aber es macht deutlich, glaube ich, vor welcher Herausforderung wir stehen. Sie werden nachher auf Platz 2 des Alice-Müller-Verfahrens noch einen Antrag diskutiert zum Thema Einwanderungspolitik, an dem ich maßgeblich mitarbeiten durfte. Und ich habe mit den Kollegen im Bundesvorstand an dem Thema Einwanderung, weil ich glaube, das kann eine Antwort auf diese demografische Krise sein, Einwanderung in den Arbeitsmarkt in Deutschland, auch gerne in den vergangenen Jahren im Bundesvorstand mitgearbeitet. Mein Name ist Christian Dürr. Ich bin 38 Jahre alt. Ich komme aus der wunderschönen Gemeinde Gandersee im Landkreis Oldenburg, im Umland von Bremen, in Niedersachsen. Ich bin Fraktionsvorsitzender der FDP im Niedersächsischen Landtag und darf seit Oktober 2013 Sprecher der FDP-Fraktionen, seit letzten Sonntag 7 FDP-Fraktionen in deutschen Landtagen sein. Ich werde daran mitarbeiten, dass im kommenden Jahr natürlich weitere dazukommen. Von Hause aus bin ich Diplomökonom. Ich bin verheiratet und seit 7 Wochen zum zweiten Mal Vater geworden, stolzer Vater einer kleinen, niedlichen Tochter. Bitte heute um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr